Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Deponia The Complete Journée. Ich vermute mal, dass das irgendwie französisch oder so ist. Keine Ahnung. Ich habe die Version mit allen drei Teilen bekommen, die wir, denke mal, auch soweit alle spielen werden. Außer der vierte Teil, das wäre Doomsday, der auch schon eine Weile draußen ist. Die müsste ich mir vielleicht noch besorgen. Aber ich würde einfach mal sagen, wir starten mal. Ja, Inventarmodus, okay, was nehmen wir da? Ach komm, nehmen wir den hier. Wir starten mal, ich denke mal, dass das hier der erste Teil ist. Starten wir einfach mal. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon. Dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Das machen wir noch nicht. Wer ist er hier? Poki? Wir lassen erstmal Poki sprechen. Ein freundliches Hussa und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Wir haben eine Edition eines unserer Spiele mit einem Entwicklerkommentar veröffentlicht und du bist einer der stolzen Käufer und deswegen, ja, kann ich dir auch ein paar Sachen über unser Spiel erzählen. Und zwar in diesem Falle ist es Deponia, der erste Teil der gleichnamigen Trilogie. Und da du die Version mit dem Entwicklerkommentar hast, hast du natürlich auch gleich die nächsten beiden Teile gleich mitgekauft. Das war ein sehr schlauer Zug von dir. Bevor wir aber richtig loslegen, kriegst du hier etwas ganz Besonderes, und zwar ein kleines Tutorial. Ich bin mir sicher, du weißt ja wahrscheinlich, wie man ein Point-and-Click-Adventure spielt. Wenn du es nicht weißt, dann wirst du hier auf eine kurze und amüsante Art und Weise noch einmal in die grundlegenden Mechaniken eingeführt. Ich hoffe, es macht dir auch tatsächlich Spaß. Falls ich vergessen habe, mich vorzustellen, mein Name ist übrigens Poki oder Jan-Müller Michaelis, aber Poki, du kannst mich ruhig duzen, wenn du mich ansprichst. Du wirst mich im Laufe der Trilogie halt noch das ein oder andere Mal zu Gesicht bekommen, beziehungsweise mein Comic-alter Ego. Ich greife nämlich im Laufe des Spiels hin und wieder zur Gitarre und fasse die Ereignisse ein wenig zusammen mit einem weiteren fröhlichen Husser auf den Lippen. Und natürlich kannst du mich auch in fast jedem Raum wieder anklicken und dann erzähle ich dir etwas über die Produktion von Deponia, die ja tatsächlich über sehr viele Jahre angedauert hat. Nicht ganz so lange natürlich, wie ich hier spreche, aber fast genauso lange. Also, viel Spaß. Dankeschön, Poki. So, jetzt klicken wir Wenzel mal an. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal, ja. Was nehmen wir denn mit jemandem ansprechen, wie man ein Objekt ansieht? Ja, machen wir das doch. Wie man ein Objekt ansieht? Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts. Wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Gut, machen wir. Augensymbol.
Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Einfach drauf zeigen und mit der rechten Maustaste klicken, sobald das Auge erscheint. Okay. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Wir klicken einfach mal drauf. Okay. Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit einem Klick auf den Griff oben rechts das Inventar öffnen. Okay. Also das Tutorial schon geil. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Haben wir hier? Ah, bestimmt speichern. Yang und Ying. Also Ying und Yang, okay. Hm. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. So. Was machen wir? Ersatzteil. Okay. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Okay. Ich will weg. Hm. Packen wir das mal darin. Probieren wir mal. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Können wir ihn nochmal anklicken? Ja. Ach ja. Ich wollte dir noch erklären... Jemanden ansprechen. Wie man jemanden anspricht. Hm? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Wie man einen Dialog beendet. Wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü? Ha, völlig falsch. Hm, Knopf. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Ach, ich liebe Tutorials. Ja, ich auch. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Hipponia. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll.
So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Und wir können ja mal auf Poki klicken. Ja, und da wären wir dann auch schon im ersten Raum zu Beginn des Spiels. Hier lernen wir natürlich gleich unseren Rufus kennen. Das heißt, ich möchte auch gar nicht zu viel darüber selber sagen, weil ihr sollt euch das ja selber erspielen. Gerade bei Deponia habe ich den Anfang noch sehr klassisch gestrickt. Das heißt, ihr müsst euch sehr viele Informationen über Rufus, über die einzelnen Interaktionen, davon gibt es eine ganze Menge und es ist auch gar nicht so einfach. Mittlerweile bei den späteren Teilen haben wir immer ein viel einfacheres Spielerlebnis am Anfang mit reingebracht, damit ihr einen schnelleren Einstieg habt. Aber hier ist es noch eher ähnlich wie bei Enderbricht aus, dass ihr noch, bevor es denn so richtig losgeht, schon mal in die Spielmechanik eingeführt werdet, indem ihr ordentlich puzzeln dürft und Rätsel raten dürft. Da ihr aber jetzt hier schon mal diesen Entwicklerkommentar angeklickt habt, freue ich mich, euch verraten zu dürfen, dass wir tatsächlich auch Rufus hier dazu überreden konnten, mit ins Studio zu kommen. Hallo Rufus. Hallo Poki. Ja, dieser Screen, der muss ja bei dir eine ganze Reihe von Erinnerungen wecken. Aber wie gesagt, der Spieler soll es ja jetzt erstmal selbst für sich herausfinden, wo er denn hier ist und was er zu tun hat. Deswegen möchte ich dich lieber was ganz anderes fragen. Und zwar, du wurdest ja für das Spiel von dem Monty Arnold gesprochen. Ob du denn der Meinung bist, dass das eine gute Wahl für diese sehr, sehr wichtige, große Aufgabe war? Ja, also, ich habe gehofft, dass du das nicht fragst. Also, vorweg, ich kenne den schon sehr lange, Monty, wir sind so befreundet. Ich meine, er hat bestimmt auch nichts dagegen, wenn ich das sage. Also, ich mag ihn privat fürchterlich gerne. Wir haben viel durchgemacht. Wir haben uns kennengelernt, als ich gerade aus Algerien kam. Ich hatte ja dort Pech gehabt und wir sind uns in der Schweiz in einem Zugabteil. Das würde jetzt auch zu weit führen, aber naja, ob er der Richtige für die Rolle ist, ich glaube, da möchte ich nichts zu sagen. Das ist ja auch eine enorm große Rolle und auch eine entsprechend große Verantwortung, halt dein beachtliches Lebenswerk als Sprecher zu interpretieren, richtig? Chaplin hat ja immer davon geträumt, mal einen Napoleon-Film zu machen. Er hat es dann nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil man Napoleon eben nur vertreten, aber nicht ersetzen kann. Ich glaube, so ähnlich ist es ja auch. Also die Entwicklerkommentare finde ich sehr schön. Ich denke mal, dass wir die auch in diesem Let's Play so ein bisschen mit einführen werden. Aber weiter zum Spiel. So, Koffer. Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Okay. Was ist das? Was ist das? Okay. Okay. Ja, zurück irgendwie. Zurück. Okay. Gut, Fernrohr. Ein Schweißgerät. So, was haben wir hier noch? Eine Öldose. Nimm mal mit. So, eine Truhe. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Wohnbereich. So. Ein Memo. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Das könnte ihr so passen. So, Zahnbürste. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen.
Eine Zahnbürste, die wegläuft. Okay, gut. Ich sag jetzt dazu nichts. So, ein Seitenschneider. Was haben wir hier noch? Waschmittel. Nehmen wir mit. So. Schließen wir mal wieder. So, was haben wir hier noch? Hausapotheke. Hm, verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Ah, hier ist also Tonis Zimmer. Da! Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Hier ist ein Mann, Mimo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Hinter Tonis Hütte? Also okay, ist ja hier so ein bisschen alt. Schrott und so. Na gut. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay. Gehen wir weiter. Können wir irgendwie weiter runter gehen? Ne? Also, gut. Ja, ich muss leider so ein bisschen im Fenstermodus aufnehmen, weil in Vollbild kann ich leider die Auflösung nicht ändern. Ah, hier ist noch ein Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Und ich verstehe die Antwort nicht. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Mal sehen, wie lange du warten musst. So, was haben wir denn alles? Alte Öldose, Waschmittel. Die Liste. So. Es fehlt nur noch der Seitenschneider, warum auch immer. Achso, nee, da haben wir ja schon. Die Socken, warte mal, das ist ein Proviant. Das da haben wir, einen Seitenschneider haben wir. Die Socken fehlen noch. Okay. Ein nerviges Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Naja, was für später? Was los? Okay, eine Gabel. Nehmen wir mit. So. Ofen. Und jetzt? Mantel. Da waren wir noch nicht. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Eine Socke. Naja, gut. Eine. Kalt. Wie kriegen wir das Ding an? Auf den Zettel? Hier, komm, ab in den Ofen rein. Und rein damit. So. Jetzt haben wir ja das Handschweißgerät. Jetzt.